Okay, wir haben es Montag, es ist 9.11 Uhr. Die letzte Woche konnte ich grün beenden, darüber bin ich sehr happy. Und ich hoffe natürlich, dass es auch diese Woche klappen wird. Wobei ich jetzt schon das erste Setup direkt sehe und zwar möchte ich ganz gerne long profitieren. Was ist die Idee dahinter? Wir sehen, wir sind vom C-Trauben-Niveau aus, sind wir ordentlich nach oben gelaufen und gehen jetzt quasi nochmal erneut runter. Sprich, wir testen das Obi-Niveau, sage ich mal, neu an. Ich gehe davon aus, dass dieses Xetra-Niveau erstmal halten wird und wir nochmal nach oben ziehen könnten, weswegen ich in diesem Bereich gleich den ersten Long-Scalp probieren möchte. Vorher kurzer Disclaimer, Sunline Börse ist in Eigenverantwortung, ich bringe keine Anlageberatung oder ähnliches. Alle Aussagen sind jetzt meine eigene Meinung. Und als Tipp, wenn du auch Aussagen halten möchtest, weil du vielleicht Scalper bist, weil du vielleicht auch Intraday was zwingen möchtest, weil du vielleicht langfristig auch mal ein CFD-Swing machen möchtest, einfach weil du damit keinen K.O. Schein hast quasi oder auch keinen K.O., keine Knockout-Schwelle hast, dann kannst du gerne in der Videobeschreibung gucken und dich für den Konto anmelden. Okay, noch Position ist drin. Wir sehen, ich habe weder Take-Profit noch Stop-Loss drin gehabt. Einfach weil, ja, Take-Profit nach oben kann die Position sonst wie weit laufen. Nach unten gehe ich dann zur Not lieber Market raus, anstatt unglücklich auszuwerden in der aktuellen Situation. Wir sehen, Position läuft super an, 60 Punkte plus gewesen, habe mir 10 abgesichert und bin dann mit 10 Punkten Profit ausgestoppt worden. Okay, was ist eigentlich die Grundidee vom heutigen Tag gewesen? Gucken wir uns das kurz an. Wir sehen, links haben wir aus November 2020 noch ein offenes Gap gehabt. Das Gap liegt bei 12.180 Punkten und meine Idee war, nachdem der Tageschart nach unten jetzt bis zur Overextended ist, dass wir jetzt quasi an diesem Gap ausreichend Support finden könnten, um nach oben zu ziehen. Deswegen ich jetzt ganz gerne mich in Power-Position einscannen möchte mit einer Long-Position. Erste Position ist schon drin. Wir sehen, jetzt habe ich bloß noch 0,4 Lot-Size drin. Bei XTB entspricht das 10 Euro pro Punkt. Und ich würde ganz gerne auch noch weiter dann ausbauen, natürlich, ist ja klar. An sich, deswegen 12.480 Punkte ist die Idee, dass das Niveau halten könnte. Nach unten kann es auch natürlich noch ein bisschen weiter overextenden, deswegen ich nicht am Anfang direkt eine Skype-Size genommen habe. Aber wir sehen, naja, wir sind noch 30, 40 Punkte tiefer gelaufen tatsächlich. Und dann kam jetzt die erste ordentliche Gegenbewegung nach oben. Und weswegen ich sogar nachgelegt habe. Wir sehen, dass ich jetzt sogar relativ schnell schon mit beiden Positionen das erste Mal im Plus bin. Das heißt, da war ich von der Idee sehr überzeugt, dass ich quasi schon richtig liegen könnte, sage ich mal. Problem ist, ich wollte nicht wirklich einen Stop-Loss direkt nachziehen, weil genau jetzt sowas passieren könnte, dass einfach wir nach oben eine leichte Bewegung haben, aber direkt als ausgestoppt werden würde. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall mindestens den ersten Pullback nach unten wieder überleben und dann unter das Verlaufstief Stop-Loss nachziehen und dann entsprechend irgendwann mich mal Break-Even absichern und dann mal ein paar Pünktchen im Profit absichern und so weiter und so fort. Das heißt, deswegen konnte ich vorher nicht wirklich was machen. Wir sehen, die Position läuft auch theoretisch läuft der Markt so ein bisschen gegen mich, weswegen ich halt noch abwarten musste. Und jetzt sind wir gleich an dem Punkt, wo wir tatsächlich diese Verlaufstiefs, wir sehen die untere Position, ist die ganze Zeit noch ein bisschen plus gewesen, die obere leichte Minus, das heißt, hat sich relativ break-even ausgeglichen. Aber ab dem Punkt an war ich mir ziemlich sicher, dass wir jetzt die ersten Verlaufstiefs gesehen haben jetzt, weswegen ich den Stop-Loss das erste Mal jetzt von der unteren Position etwas angezogen habe. Sprich, ich habe, sage ich mal, die untere Position, obwohl die jetzt mit 35 Punkten oder knapp 40 Punkten im Plus ist, habe ich die immer mit minus 5 Punkten, sprich sogar mit 5 Punkten noch Verlust abgesichert. Das heißt, sollte der Markt wirklich noch gegen mich laufen, könnte ich da 5 Punkte verlieren. Die obere Position habe ich jetzt Break-Even abgesichert. Das heißt, im Allgemeinen, obwohl ich jetzt schön im Plus bin tatsächlich, ich glaube zu dem Zeitpunkt war ich knapp 1000 Euro schon im Plus, könnte ich ja sogar noch mit minimalen Verlust rauskommen. Ist aber für mich okay, weil einfach die Chance nach oben noch viel höher ist. Was sehen wir jetzt hier? Wir gucken uns auch diese 5 Minuten Opening Range an. Wir haben jetzt hier die Verlaufstief ebenso wie die orange Linie. Das C-Traum-Niveau ist. Wir sind schon vorher dort einmal abgeprallt und deswegen dachte ich, naja, könnte auch ein zweites Mal passieren, warum ich deswegen dann auch, dass ich von der unteren Position mir schon mal 40, 50 Punkte abgesichert habe, sprich, ich komme jetzt auf jeden Fall nur noch mit Gewinn raus. Da habe ich einen Fehler gemacht und zwar sehen wir jetzt, dass ich den Stop-Loss, einfach weil wir vorher schon einmal abgeprallt sind, jetzt die Kerzen nicht wirklich stark aussehen, habe ich den Stop-Loss nochmal minimal rangezogen, irgendwie so 4, 5 Pünktchen und das war ein Fehler. Weil wir sehen es jetzt gleich, dass ich hier tatsächlich ausgestoppt werde, bevor der Markt sich in die Range reingelaufen ist. Oder sogar, wenn wir uns angucken, wir sind jetzt bei 12.500 Punkten. Jetzt gegen Mittag rum, wir haben es knapp 14 Uhr, steht der Markt sogar schon bei 13.000 Punkten glatt. Das heißt, ich habe da ordentlich was verschenkt. Eigentlich hätte ich einen Stop-Loss auf Break-Even lassen sollen und einfach Rechner ausmachen sollen, Markt laufen lassen sollen. Wir sehen, wir sind dann in die 5-Minuten-Range eingelaufen. Eine meiner Strategien im Scalping besagt, wenn wir in diese Range reinlaufen, von der 5-Minuten-Kerze sind die zwei schwarzen Linien hier, dass wir gegen die andere Seite der Range laufen. Deswegen in dem Fall, wir sind von unten nach oben eingedrungen. Also gehe ich davon aus, dass wir gegen die obere Range-Kante laufen. Deswegen ich eine Long-Position schon drin hatte, da wurde ich wieder nahezu Break-Even ausgestoppt, so irgendwas mit wenigen Punkten gewinnen, glaube ich mit 3 Punkten. Jetzt habe ich die zweite Position nochmal probiert, weil ich an die Idee geglaubt habe. Vielleicht braucht, wie gesagt, immer oben dieses obere Range-Ende. Und eigentlich hätte ich jetzt auch hier wieder selber Fehler. Ich hätte einen Stop-Loss auf Break-Even lassen sollen. Stattdessen dachte ich, okay, ich kann einen Stop-Loss auf 10 Punkte trainen. Normalerweise tue ich ja einen Stop-Loss immer auf 5 Punkte trainen. Allerdings, weil die Volatilität so hoch ist, habe ich jetzt zuletzt auf 10 Punkte gemacht. Vielleicht war es auch jetzt in dem Fall ein kleiner Fehler, weil jetzt wurde ich zwar von 25 Punkten, habe ich mir 15 abgesichert, wurde damit ausgestoppt. Also schön im Gewinn.
Aber nach oben hin wäre halt noch viel mehr drin gewesen, weil wie gesagt, der Markt stand 4-5 Stunden später, stand er nochmal 400-500 Punkte auch höher. Okay, trotzdem, 1441 Euro Gewinn im Brutto, das soll mir erstmal reichen. Die Volatilität ist sehr hoch, es gibt zwar natürlich viele Chancen, ich hätte noch weiter handeln können, allerdings gibt es natürlich auch viele Risiken. Und an dem Tag habe ich gesagt, okay, das soll für mich genügen, ich will nicht ganz zu gierig sein, habe damit den Trading-Tag dann auch beendet, was das Scalping betrifft. Und damit, was auch das Video betrifft. Wenn du gern Feedback zum Videoformat hast, schreib es in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn du ein nächstes Mal einschaltest und sogar mal einen Daumen nach oben lässt.